Gut, günstig und robust oder einfach nur billiger, klobiger Plastikkram aus Japan? Ich habe es mir für euch angeschaut. Hallo und willkommen bei WatchMaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du heute reingeklickt hast. Ja, heute soll es um G-Shock gehen, in gewisser Weise meine zweite Leidenschaft neben den Sinnuhren. Ich bin immer fasziniert von der Funktionsvielfalt, von der Robustheit, womit die erste Frage beantwortet wäre. Ihr könnt dann auch wirklich sehr, sehr gerne hier oben in einem Video nachsehen, wie ich einen G-Shock aus dem Fenster werfe. Also robust sind die Uhren, die Frage ist beantwortet, aber wie sieht es mit dem Rest aus? Eine Faszination ist klar. Ich habe mehrere G-Shocks, ich bin fasziniert von den Uhren. Mit der Einschränkung, dass ich persönlich immer das Gefühl habe, eine G-Shock muss relativ günstig sein. Also diese High-End-Varianten für 700, 800, 900 Euro, 1000 Euro oder noch mehr, ist nicht mehr das, was ich unter einer G-Shock verstehe und was ich davon erwarte. Sie soll möglichst unter 200 Euro kosten, extrem robust sein, viel können. Und im Beschädigungs- oder Verlustfalle kein allzu großes Trauergefühl auslösen. Das ist meine G-Shock. Ich versuche euch das auch im Video rüberzubringen. Wenn euch diese Art von Videos gefällt und auch meine anderen, lasst doch ein Abo da, macht die Glocke an, einen Daumen nach oben, hilft mir und ihr verpasst keine Videos mehr. Aber jetzt geht's wirklich ran an die Plastiksache. So, das sind die beiden Uhren, um die es heute gehen soll. Meine beiden Modelle der G-Shock-Reihe GD350. Einmal in Schwarz mit Negativdisplay und einmal in Grau mit einem zweifarbigen Display. Die Oberhälfte ist leicht grünlich und die untere im üblichen leichten Grau. Ich möchte grundsätzlich mich bei der Vorstellung auf diese hier beschränken. Denn diese ist für mich leichter ablesbar und auch im Video kontrastreicher. Dennoch möchte ich, bevor ich in die Funktionen und die Uhren als solche gehen, ein kleines Experiment mit euch machen und euch beide Uhren einmal im Dunkeln zeigen. Dafür wird jetzt erstmal die linke Lampe ausgeschaltet und dann wird die rechte Videolampe ausgeschaltet und schon sollte es relativ dunkel sein. Ich hoffe, dass das im Video gut rüberkommt, wenn ich jetzt die beiden Uhren als kleine Taschenlampen fungieren lasse. So, das gibt es auch als Standbild, damit ihr das Display etwas länger betrachten könnt, als die reine Leuchtzeit der Uhr es erlauben würde. So, das waren also jetzt die Leuchtvarianten der Uhr. Jetzt gibt es wieder die linke Videoleuchte und die rechte Videoleuchte und weiter kann es gehen. Die packe ich zur Seite. Wie gesagt, das hier soll mein Objekt für heute im Wesentlichen sein. Ja, es handelt sich um eine wirklich große Uhr. Da müssen wir nicht drum rumreden. Ich zeige euch das auch gerne mal mit der Metal G, die ich gerade am Arm habe. Diese Uhr ist ja an und für sich schon eine durchaus große Uhr, aber die GD350 ist dann nochmal ein ganz anderes Kaliber. Und wenn ich dann noch die 5610 parallel dazu nehme, die ich auch hier auf dem Schreibtisch liegen habe, dann könnt ihr sehen, dass es sich wirklich um einen echten Brummer handelt und garantiert keine kleine, leichte oder sonst irgendwie dezente Uhr ist. Auch am Arm kommt sie entsprechend groß rüber. Da muss man sich nichts vormachen. Sie trägt hoch auf, sie füllt den ganzen Arm aus. Aber, und hier kommen wir zum ersten Punkt, den ich sehr gut finde, sie trägt sich ausgesprochen angenehm, was zu einem guten Teil an diesen Flügeln hier liegt, die dafür sorgen, dass sich die Uhr um den Arm rumschmiegt und sich nicht dadurch auszeichnet, zu stören, zu rutschen oder sonst irgendwas, sondern es ist ja homogen, ist zu viel, aber
Es ist wirklich sehr, sehr angenehm am Arm. Man spürt die Uhr kaum. Sie schmiegt sich um den Arm herum und vermittelt ein durchaus sehr, sehr angenehmes Tragegefühl. Was ich ebenfalls sehr schön finde, ist bei dieser Uhr das zweifarbige Display. Gibt es bei G-Shocks auch nicht so oft. Mir gefällt das sehr gut. Was für mich ebenfalls ein sehr, sehr großer Vorteil dieser Uhr ist, sie hat ein großes Display und dieses Modell nutzt das große Display unter anderem auch dafür, große Zahlen zu präsentieren. Das heißt, auch mit nachlassender Sehkraft kann ich dieses Display nachts problemlos ablesen und erkenne sogar die Ziffern im Zeitraum des Leuchtens. Ich muss also nicht zwei, dreimal beleuchten, sondern einmal reicht und ich kann die Uhrzeit ablesen. Bei kleineren Zahlen fällt mir das ehrlich gesagt zunehmend schwer. Und die Funktionen dieser im Grunde doch sehr preisgünstigen G-Shock sind die üblichen Verdächtigen, ohne viel Schnickschnack und ohne viel Besonderheiten. Ich klicke mich da jetzt einfach mal durch. Die Tasten sind übrigens leicht zu bedienen, haben aber keinen gut definierten Drückpunkt. Das heißt, man muss schon mal aufs Display gucken, um zu sehen, ob die Funktion tatsächlich angenommen wurde oder nicht. Klicken wir einmal drauf, dann kommen wir in das Weltzeitmodul. Jo, hier ist jetzt Reykjavik eingestellt. Ich habe keine Ahnung, wann ich das mal gemacht habe und wie das passiert ist. Ist mir aber auch wurscht, denn das ist so eine der Funktionen, die ich in aller Regel immer sofort überklicke. Ebenso wie die nächste Funktion. Wir haben fünf Alarme, die eingestellt werden können, sowohl als Tonsignal als auch als Vibrationsalarm. Für die Vibration des Alarms bin ich ganz offensichtlich zu unsensibel. Das merke ich nicht, wenn ich in Bewegung bin und was tue. Und die Töne sind so leise, dass ich die mit meinen Ohren auch nicht mehr richtig höre. Insofern toll, dass es fünf Alarme gibt. Für mich in der Praxis nahezu bedeutungslos. Die nächste Funktion ist die Stoppuhr. Und hier kommen wir zu einem Punkt, den ich bei dieser G-Shock sehr, sehr angenehm finde. Und das ist die Tatsache, dass parallel zur Stoppzeit auch die normale Uhrzeit angezeigt wird. Aktuell zeigt das Display 0H, das sind die 0 Stunden der Stoppzeit und unten 00 Minuten, 00 Sekunden und noch keine Hundertstel Sekunden, weil ich die Stoppung noch nicht gestartet habe. Und rechts oben 19:19 Uhr ist die aktuelle Uhrzeit. Wenn ich jetzt unten rechts die Stoppung starte, dann seht ihr, wie die Stoppzeit losläuft und die Uhrzeit weiter angezeigt wird. Also das ist eine Sache, die ich extrem angenehm finde, dass man nicht hin und her drücken muss, um entweder die Stoppzeit oder die Uhrzeit zu sehen. Hier wird einfach alles parallel angezeigt und das finde ich sehr, sehr angenehm. Bei dem nächsten Feature, das ist der Countdown-Timer, sieht das ganz ähnlich aus. Oben rechts die Uhrzeit und ein Countdown-Timer. Den starte ich gleich auf eine andere Art und Weise, was in meinen Augen wieder eine wirklich angenehme Besonderheit dieses Modells ist. Nach dem Countdown-Timer kommen wir wieder zurück in die normale Zeitanzeige. Das ist die einzige Umschaltung der Funktionen, wo die Uhr leicht vibriert. In diesem Testmodus spüre ich das auch, sodass man merkt, wenn man wieder im normalen Zeitmodus ist. Beim Drehen der Uhr und Zeigen ist euch vielleicht eben schon aufgefallen, dass der Drücker unten rechts aus Metall besteht und nicht wie die anderen vier Drücker, 1, 2, 3 und Licht 4, aus Kunststoff oder Resin besteht, sondern anders aussieht. Ich vermute, das ist, weil dieser Drücker die besondere Funktion hat, aus der Uhrzeitanzeige heraus, ohne Umschalten der Funktion, unmittelbar den Countdown-Timer zu starten. Ihr seht, dass der Countdown-Timer im grünen Feld oben läuft und die Datumsanzeige abgelöst hat. Durch Drücken der linken oberen Taste kann ich das Datum immer kurz anzeigen lassen und dann springt es zurück auf den Countdown-Timer. Das heißt, man sieht hier alles mit sehr, sehr wenigen Tastendrücken. Was ein wenig schade ist, dass sich der Countdown-Timer in diesem Modus
weder stoppen noch zurücksetzen lässt. Man muss also, um den Countdown-Timer dann anzuhalten oder zurückzusetzen, wirklich durch die Funktionen durchklicken in den Countdown-Modus und dann kann man ihn stoppen und zurücksetzen. Einen Druck unten links und schon ist man zurück in der normalen Uhrzeitanzeige. Ja, was mag ich an dieser Uhr? Ich mag zum einen die Einfachheit und die schnelle Erreichbarkeit der Funktionen. Ich mag an ihr, dass es nicht zu viel Schnickschnack gibt, dass man kein mittleres Elektrotechnikstudium absolvieren muss, um die Uhr zu verstehen. Ich mag an ihr, dass man sie gut ablesen kann. Was mag ich an der Uhr nicht? Na, das sind so typische G-Shock-Spielereien, wie oben links diese laufende Anzeige, die im Prinzip völlig bedeutungslos ist und nur irgendwelche Sekunden und Minuten zählt, die auf der Uhrzeit sowieso angezeigt werden, die sich auch nicht stoppen lassen, nicht beeinflussen lassen. Das ist eine funktionslose Animation. Ihr wisst, was ich meine? Hier oben die Ecke da, diese da. Ja, das ist irgendwie keine Ahnung, was das soll, keine Ahnung, wo das hinführt. Ich finde es überflüssigen Schnickschnack und kann damit nichts anfangen. G-Shocks, wie anfangs erwähnt, mag ich eigentlich wirklich gerne, aber nur in einem niedrigen Preissegment. Das heißt, so eine Kunststoffuhr sollte für mich in einem Bereich von 200 Euro oder drunter bleiben. Für diese hier habe ich etwas mehr bezahlt, hätte aber auch für diese nicht den Listenpreis bezahlt. Das ist mir eine G-Shock einfach nicht wert. Diese Uhr, also diese graue mit dem zweifarbigen Display, gibt es, glaube ich, in Europa gar nicht mehr. Ich habe damals irgendetwas um die 100 Euro, 109, 110, 99 für die Uhr bezahlt und finde das einen sehr, sehr angemessenen Preis. Die schwarze hier ist ein klein wenig teuer, ich meine um die 119, 129. Ich verlinke sie euch unter dem Video, falls ihr Interesse habt. Diese gibt es immer noch zu kaufen. Bei der hier muss man schon ein bisschen Glück haben, etwas suchen. Wenn ich einen Link finde, dann verlinke ich euch ein Angebot oder eine Bezugsquelle für die Uhr. Was ich in jedem Fall machen werde, die technischen Daten der Uhr werde ich auch unter dem Video verlinken, sodass ihr genau nachlesen könnt, wie groß, wie schwer, wie hoch, wie breit und was es sonst noch alles zu wissen gibt. Naja, das sind also auf jeden Fall zwei meiner wirklich gerne getragenen G-Shocks. Diese hier noch etwas mehr, wegen der besseren Ablesbarkeit. Und diese hier, naja, hin und wieder, wegen des, und das muss ich gestehen, doch deutlich höheren Coolness-Faktors. So, falls euch das gefallen hat, meine Videos gefallen, ihr auf meine anderen G-Shocks gespannt seid, abonniert meinen Kanal, macht die Glocke an, lasst einen Daumen hoch da und freut euch auf die nächsten Videos. In diesem Sinne, euer Watchmaxe.